Hallöchen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen. Guten Abend aus der Türkei, aus einem wunderschönen Garten, wo wir jetzt gerade sind. Wollte einfach mal liebe Grüße, auf zur Wackelkamera, liebe Grüße aus der Türkei bestellen und fragen, was macht ihr schön? Jetzt habe ich den Tisch noch um. Was macht ihr schön an diesen Abendstunde? Und hört ihr mich schön? Ich habe so ein süßes Mikrofon hier dran. Bin gerade in der Türkei, in Side, Antalya Kumköy. Und wollte ein bisschen mit euch reden und vielleicht gibt es eine kleine Überraschung mäßig, wie nennt man das jetzt? Freunde, es ist nicht leicht, in live zu reden. Also ein neues Sache über den Strand, weil ich glaube jetzt, ich habe das die letzten Tage gesagt und mittlerweile müssen uns alle wissen, dass ich den Strand eigentlich nicht mehr weitermachen wollte, weil es abends halt sehr spät wird. Und vielleicht gibt es da morgen eine Änderung eventuell und mal schauen, was da morgen so passiert. Weil ich habe bevor wir das doch ganz aufgeben, habe ich noch an eine Sache überlegt, eine kleine Veränderung dort an der Strandbar zu machen. So dass es dann vielleicht dass es halt einen nicht so zeitlich in Anspruch nimmt für mich selber. Dass es dann halt auch leichter wird. Und darüber können wir auch reden später, erzähle ich euch gleich. Aber jetzt gerade kommen erst alle neu zum Livestream. Deswegen, Prost, holt euch einen türkischen Tee bitte und lasst ihn euch schmecken. Ich sitze hier in einem traumhaften Wintergarten. Richtig schön. Und ich trinke den besten Tee der Welt. Ihr wisst, wo es den gibt. Schönen Grüß aus Niedersachsen, Dankeschön. Hallo Gabi, hallo. Ja, schön, danke, guten Abend aus Berlin. Wer ist aus Berlin dabei? Berlin ist da mit Zengul, hallo. Wie sind die Temperaturen bei Ihnen? Bei dir kannst du gerne sagen, Vanessa. Also jetzt gerade haben wir das ungefähr 16 Grad, 18 Grad, 16, 15. Ist ja jetzt am Abend, so 16 oder 15 Grad haben wir das. Aber die Hotels, die jetzt gerade geöffnet sind, sind rappelvoll, Freunde. Wie in der Saison, wie im Sommer fühle ich mich. Und denen geht's gut. Wenn man die Gesichter mal anschaut, habe ich Strahlen bis zum geht nicht mehr. Also es ist schön, solche Menschen zu sehen. Huhu, bis Freitag, danke. Grüße aus dem Ruhrpott, liebe Grüße nach Ruhrpott zurück. Die liegt sehr schön. Wer liegt sehr schön? Nobi aus die Bar oder? Ich sage euch gleich, was für ein Konzept ich überlegt habe. Und vielleicht unter dieser Bedingung werde ich dann eventuell weitermachen. Nicht die Bedingung zu euch, sondern allgemein die für mich selber. Oder? Die Bedingung ist, ihr müsst 100% vorbeikommen, ihr müsst unterschreiben. Jetzt sofort Spaß. Hallo Detlef, huhu. Liebe Grüße aus Köln, bin im Mai endlich wieder in der zweiten Heimat. Das freut mich zu hören. Mir geht es heute auch schon deutlich besser. Ich war bestimmt eine Woche krank. Und seit zwei Tagen, jeden Tag wird jetzt gerade ein bisschen besser. Hatten viele Grippe, aber jetzt weg. Was steht da? Hallo Mohammed, du solltest nur arbeiten, um zu leben. Genau. Deswegen hatte ich das ja so, das Konzept, wollte ich das nicht mehr weitermachen. Mit der Beachbar, weil das halt abends 2 Uhr und die Gäste sind von so weit hergekommen, sogar von Alanya in die Beachbar. Und manchmal ist es halt dann so, wenn die um 11 Uhr oder so kamen oder 9 Uhr, manchmal, dass ich dann nicht da war und dann waren sie sehr enttäuscht. Wo ist der Mohammed? Und also so enttäuscht heißt, haben es nicht gesagt, aber man merkt halt schon, dass sie halt sich gefreut hätten, wenn ich dort gewesen wäre. Aber ich kann nicht jeden Tag dort, oder jeden Tag war ich eigentlich dort, aber nicht jede Zeit dort sein. Das war halt ein bisschen schwerer. Und es ist wichtig, sich auch gut gehen zu lassen. Opa, ist so gemütlich, ey. Mir geht's echt gut heute. Vor allem mit dem Tee. Nächste Woche komme ich dich besuchen. Das freut mich, Katika. Schön, dass es dir gut geht. Danke, Gabi. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Ich habe so viel gelacht mit den Gästen drin heute. Aber so lange habe ich schon lange nicht mehr gelacht, ja. Und auch so ein langes Gespräch. Eine Stunde, eineinhalb Stunden habe ich mit einer Familie geredet. Die wissen mehr über mich jetzt, als ich über mich selbst. Weil ich so schnell vergesse.
Liebe Grüße, Dankeschön. Hallo zusammen, liebe Grüße aus Bamberg, Dankeschön. Also, wer von den Zuschauern weiß überhaupt von den Strand Beach Club? Könnt ihr mal schreiben, ich weiß jetzt gar nicht, wer was weiß, weil die letzten Wochen die Informationen halt nicht jeden erreichen, ja, weil nicht jeder jeden Tag die Videos schaut. Deswegen ist es halt schwer zu wissen, wer jetzt auf welchem Punkt steht. Manche wissen ja nicht mal, dass ich die die Bar lassen wollte. Weil ich denke, dass die meisten wissen, dass ich die Bar weitergeben wollte und auch schon so gut wie weitergegeben hatte und die anderen auch schon da waren, sind. Waren, sind, sehr waren ist besser jetzt gerade, glaube ich. Also alle wissen, dass ich weiterleiten wollte eigentlich, ne? War letztes Jahr dort, aber leider warst du nicht da. Ja, genau, und deswegen, ich habe ja auch nicht versprochen, dass ich immer da bin, aber es ist wahrscheinlich, dass Gäste sich freuen, wenn ich da bin. Und deswegen wollte ich nicht bis 2 Uhr nachts immer da bleiben. Hallo, Hallöchen. Deine Bar wurde letzte Woche im TV erwähnt. Ja, letzte Woche waren wir im Fernsehen bei den Wollnis. Die Wollnis waren ja sehr oft bei uns in der Bar. Hast du deine Bar nicht mehr? Also seit einem Monat, ich erzähle im Kurzumfass, seit einem Monat habe ich ja darüber erzählt, dass ich die Bar eventuell abgeben möchte. Und es halt wirklich zeitlich ein bisschen schwer ist, bis tief in die Nacht, die großen Feiern, die Veranstaltungen. Da muss ja immer jemand dahinter stehen und das alles organisieren. So Riesenveranstaltungen, Freunde. Und ihr habt ja gesehen, das war mehr als rappelvoll bei den großen Partys, die wir gegeben haben. Draußen, drinnen. Und auch Estefania kam, die Mama kam, manche Live-Sänger kamen. Also da war wirklich voll Haus in Evrenzeki, direkt am Fluss, die Bar von uns, Dream Beach Club. Hab ich das genannt. Und das wurde dann halt wirklich auch ein bisschen anstrengend, da, wenn auch die Kinder am Wochenende kamen, dann war die Zeit weniger. Und deswegen habe ich eigentlich gedacht, das muss eigentlich nicht sein. Jetzt habe ich mir so ein neues Konzept überlegt, ja, dass es halt alles viel leichter macht, dass ich eventuell, also was ich mir jetzt so denke, ihr könnt gerne eure Meinung dazu sagen, dass ich eventuell dort. Ich habe ja auch viel Sandstrand und so. Ich werde dort ein Hotel. Ein Hotel wird dort den Strand nutzen können. Die Snake Bar und alles, wie es im Hotel ist, das Konzept. Ja. Und ich mache einfach richtig schön. Da ist eine riesige Wiese und am Strand entlang so eine richtig wie so ein Pavillon-Zelt. Großes Zelt mit Cocktails, mit schöner Musik. So wie, sag ich mal, auf den Malediven etwa sowas in der Art. Habe ich mir gedacht, was halt auch nicht zu viel an Investitionen kosten würde, doch schon gemütlich sein soll, so dass man eigentlich weiß, dass Freunde der Sonne Treffpunkt dort auch bestehen kann und so dass ich halt auch persönlich nicht allzu viel dort zu tun habe. Ja, also organisatorisch mäßig mit großen Feiern und so kann sein, dass Stefania natürlich wiederkommt, ein bisschen Party macht, aber dann ist es viel leichter, als dass ich das ganze Innenrestaurant, Essen und alles drum und dran leite, wo um die 10 Mitarbeiter, 15 Mitarbeiter und das ist dann wirklich alles ein bisschen schwerer. Deswegen denke ich mir so eine kleine Version mit schönen Cocktail-Dinger, so schöne Tische mit Sand. Wer den Beachbar kennt, weiß, wo ich meine, so vorne am Strand entlang und bei unseren am Fluss direkt die Bäume entlang. Also was ganz Schönes dort aufbauen, habe ich mir gedacht. Es wäre halt viel leichter, aber dann wird halt der Strand bleiben unter meiner Kontrolle, sag ich das mal. Kontrolle heißt Obhut oder Abhut oder wie auch immer, kann der Treffpunkt bleiben. Allen Freunden der Sonne wünsche ich einen schönen relaxten Abend. Danke, wünsche ich dir auch. Sowas in der Art könnten wir machen, denke ich mal. Mal schauen. Das ist ja auch eine sehr schöne Idee. Danke. Guten Abend, Grüße aus Emmerich. Liebe Grüße nach Emmerich zurück. Also ich denke, sowas in der Art wird es sein. Kann immer noch alles passieren, nur weil ich so viele Anfragen immer kriege. Wie gesagt, Freunde, jetzt, heute kommt noch nicht dahin. Also kommt dahin, wenn ihr Lust habt, gehe ich spazieren. Aber jetzt bin ich gerade nicht da. Sobald ich dieses Konzept umgesetzt habe, es ist halt nicht leicht, hat viel mit Verträgen, viel mit dies, mit das zu tun, ne?
dann werde ich Bescheid geben. Aber sowas in der Art könnte uns erwarten. Denn mir ist langweilig ohne Ende. Ich brauch was zu tun, Freunde. Ich mag Action. Du warst heute in Dreamfarm Vault. Was ist deine Meinung? Und kommt noch ein Video zum Hotel. Das Video zum Hotel, zum neuen Dreamfarm Vault Hotel. Das Video ist schon fertig, ist auf YouTube. Ist ein etwas kleineres gewesen, aber da kann man schon gut betrachten, wie es jetzt weitergeht mit den Bauten und so. Und wie weit das ist, besser gesagt, kann man das schon sehen. Auf YouTube könnt ihr das Video sehen von neuen Dreamfarm Vault. Auf Siedeanteil, der Freund der Sonne. Mohammed, hab deine Freundschaftsanfrage geschickt. Leon hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Dankeschön. Nur das Ding ist, ich glaube, ich habe schon 5000 Freunde angenommen. Da ist ja immer so eine Begrenzung. Vielleicht habe ich noch Platz. Ich muss einmal schauen später. Im April sind wir auch wieder vor Ort. Das freut mich zu hören. Freunde, wie lange schaut ihr schon die Videos? Ich muss einmal abchecken, welche Gäste schauen mir zu. Ich weiß mittlerweile nicht, welches Community. Weil vielleicht schauen heute Gäste zu, die erst vor ein Jahr wieder zu, also vor ein Jahr erst geschaut hat. Ich weiß ja nicht die Regelmäßigkeit, wie oft ihr zuschaut. Ja, ich weiß, am Tag haben wir etwa 15.000 bis 20.000 Aufrufe auf Facebook. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich die gleichen Gäste sind oder nicht. Und gibt es Gäste darunter, die Fragen haben, wer ich bin, wo ich herkomme, warum ich lebe? Ich habe heute Clown gefrühstückt. Einen türkischen Clown. Tee. Von Anfang an, Kessi. Kessi, dich kenne ich mittlerweile auch gut. Juni 2020. Ab dann schon? Von Anfang an, Lydia. Man kennt ihr mich ja. Gabi, von Anfang an. Das ist doch schön, oder? Wenn man so viele Jahre immer noch den gleichen Menschen sieht und auch die Videos anschauen mag. Das ist was Besonderes für mich. Regelmäßig seit 3 Jahren, Rüdiger. Corinna, immer. Danke sehr. Anfang an, Fanny. Dankeschön. Herzlichen Dank. Herrn kennt ihr mich, da brauche ich ja gar nichts zu meiner Person sagen. Oder habt ihr Fragen? Weil das ist jetzt gerade nicht so ein Video, was irgendwie speziell nur ein Thema beinhalten soll. Das ist eher ein Video so privat. Privat nenne ich das. Habt ihr irgendwelche Fragen? Könnt ihr gerne fragen. Ich lese es gerne vor. Liebe Grüße aus Emmerich. Danke. Wir schauen seit Anfang an 2023 immer wieder gern. Danke sehr. Habt ihr gesehen? Ich habe jetzt in YouTube so andere Arten von Videos gemacht, die mich zerstören eigentlich. Weil 7 Stunden kann man doch nicht ein Video machen, ja? Ich bin durchgedreht, jetzt ohne Spaß, Freunde, ob ihr mir das glaubt oder nicht. Müsste gestern gewesen sein. Angefangen morgens um 9 Uhr, dort gedreht, das wiederholt, das. Dieses Hotel mit Drohnen. Schaut mal auf YouTube das Video, Siedeanteil der Freunde der Sonne. Ein Video mit Drohnenaufnahmen. Ich glaube, 8, 10, 12 Hotels habe ich da reingepackt in die Drohnenaufnahmen. Und von oben gezeigt, dann mit Auto unten lang gefahren, dann ein Stück dazu erzählt. Dann halt warten wir darauf, dass die Gäste auch sagen, was ihre Lieblingshotels ist. Von Anfang an, ihr wollt ja fragen, ich wollte dir vorlesen, du hast uns in Pandemie die Sonne nach Hause gebracht. Danke, Melanie. Regelmäßig seit 2 Jahren sagt man aus, Dankeschön. Bin seit deinem ersten Video Fan von dir und deinen tollen Videos. Danke, Gottfried, ich liebe dich. Bin von Anfang an dabei, danke, Brigitte. Schön, ja, Sabine seit 2 Jahren. Das freut mich sehr. Mohammed Basran ist der eigentlich Gouverneur von Malafgat, ja. Ja, damit ihr Bescheid wisst, Freunde, weil viele hatten gefragt, ob ich in die Politik gehe. Ich habe mich entschieden. Aber das sollte eigentlich eine Überraschung sein. Aber das sage ich euch in 2 Jahren. Viel Spaß. Ich wollte gerade erzählen von Videos. Die Videos, die auf YouTube sind. Guten Morgen, Mohammed. Guten Morgen, Mohammed. Habe dir eine Freundschaft geschickt. Privat. Danke, Leon. Das hat es aber schon geschrieben. Wir kommen nächste Woche in Ostern, okay? Liebe Grüße aus Rheinisch. Dankeschön. Auf jeden Fall, wenn ich mache ja Videos live und dann noch diese Aufnahmen, die ich dann später hochlade auf YouTube. Ich werde jetzt gleich den Link teilen auf Facebook. Okay, ich teile das Video jetzt gleich auf Facebook. Könnt ihr gerne draufgehen über den Link auf das Video. Und so ein Video, jetzt ohne Spaß, Freunde, 7 Stunden Arbeit oder so. 9 Uhr aufgestanden, paar Stunden dort, paar Stunden hier, dann kleine Mittagspause, was heißt Pause, dann wieder woanders irgendwas zu tun, dann, als das fertig ist, dann wieder Videodreharbeiten, dann Drohne, dann Reden, dann dies, dann das, dann am Abend, 8 Uhr, 7 Uhr angefangen, ich wollte das Video am Abend noch teilen,
habe gesagt, so von 7, 8, 9 bis 9 Uhr müsste ich das eigentlich schon schaffen. Zusammengeschnitten haben, von wegen, bis 3 Uhr nachts saß ich da. Was für 7 Stunden, noch viel, viel mehr. Bis 3 Uhr nachts eine Video für YouTube. Ja, das war echt, also da habe ich mir auch gedacht so, okay, die Gäste freuen sich. So, da freuen sich viele für diese Qualität und, aber die anderen Videos, hallo, schaut ihr live? Echt, zeig mal. Schaut mal, da schauen die gerade live zu. Ich schaue gerade live zu. Interessant. So, auf, sie hätte sich auch hersetzen können, oder? Kann sie live zuhören? Spaß. Auf jeden Fall, winke, winke, hallo Heidi, ich winke zu dir. Wirklich, also so ein Video zu machen, das ist echt eine heftige Arbeit. Ja, es gefällt den Gästen mehr auch von der Auflösung. Aber ich sag mal so, die Zahlen der Zuschauer und die Zahlen der Däumchen und Likes ändert sich nicht, wie wenn ich live mache. Ich gebe mir die Arbeit wirklich, aber dann müsst ihr mir wirklich schreiben, dass euch das viel besser gefällt. Dann werde ich mir Mühe geben und manchmal durchziehen solche tollen Videos. Aber das ist echt schwer, wenn man am Tag 8 oder noch mehr Stunden, ich zähle die Stunden nicht mehr, sonst wirst du verrückt. Wenn du denkst, an ein Video hängst du so lange, bei einem Live-Video, ich erzähle euch jetzt was, dann ist es vorbei. Und gut ist, also gut ist, heißt, dann ist vorbei, habe ich nichts mehr zu tun, der ladet sich selber hoch. In 3 Wochen sind wir vor Ort, das freut mich, Nina. Freunde, habt ihr türkischen Tee zu Hause? Dann nimmt mal jetzt bitte euren türkischen Tee. Wo bist du? Wo gibt es den besten türkischen Tee? Freunde, wo bin ich in meiner Freizeit immer? In Dreamhill. Was steht da? Echt stark dein Einsatz, um uns die Türkei vorzustellen. Danke, Corinna. Aber mittlerweile gibt es ja viele Kanäle, die auch die Türkei vorstellen. Und das finde ich echt blöd, dass es nicht mich alleine gibt. Und ich werde die anderen alle verklagen. Spaß. Ich freue mich natürlich sehr darüber, dass andere das auch machen. Und vielleicht war ich eine Motivation für manche, die jetzt auch so Videokanäle haben und auch die Türkei zeigen. Viele machen das auch sehr gut. Vielleicht machen das viele auch besser als ich. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde es, dass das Hauptziel an der Sache ist, dass unsere Türkei gezeigt wird. Ja. Und dass man so gut wie möglich, dass ein Gast, der bevor er im Urlaub kommt, Informationen schöpfen kann, um vielleicht ein bisschen besser sich auf den Urlaub vorzubereiten. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, eure Lieblingskanal. Ich bin gespannt. Was ist euer Lieblingskanal, Freunde? Also von den anderen Ziele-Seiten hier. Wen schaut ihr noch gerne so? Deine Videos sind immer super, von Anfang an immer gut. Danke, Helga. Ich bin halt nicht professionell so, also professionell ist, ich plane jetzt nicht, ich habe jetzt nicht großartig geplant für das Video. Ich war draußen, so frische Luft, habe diese schöne Ecke gesehen hier. Dann habe ich mir gedacht, einmal Tee trinken, live machen. Deine natürlich. Danke, Andreas. Keiner macht so gute wie du. Ach Mensch, jetzt, das so meinte ich nicht, Freund. Ich wollte jetzt nicht, jetzt mich meint so andere Seiten vielleicht, welche ihr noch toll findet. Jetzt meine, danke, dass ihr das mögt. Dafür bedanke ich mich. Aber ich meine so, was, welche Kanäle sind noch schön? Könnt ihr gerne schreiben. Vielleicht andere möchten noch auf dieser Kanäle auch mal schauen. Ich finde das schön. Du bist halt, du bist am natürlichsten. Manchmal vielleicht zu natürlich, oder? Machst das klasse. Danke, Anja. Dankeschön. Ja, Freunde, das ist echt, wenn man 7 Jahre oder, ich habe bestimmt 7 Jahre mache ich jetzt die Videos schon. Ja, 7 Jahre. Früher nicht so viel Zuschauer. Am Tag vielleicht, also Live-Zuschauer 10, 20 Stück hatte ich am Anfang nur. Manchmal ein. Ja, und jetzt, wenn ich denke mal Wochenende so 300 Live-Zuschauer. Im Sommer ist es dann noch mehr, 600. Also das ist schon viel bei live zu schauen. Bleib mal so, wie du es machst. Einfach schön, danke sehr. Nur die von Jamsen und besser. Nur die von Jasmin sind besser. Das war aber eine heftig coole Antwort. Martina Kelder. Ey, ich sag euch ehrlich, also danke an Gott für meine 2 schöne Töchter. Aber die Jasmin, die ist so pfiffig, ne Freunde, und die liebt es, die Videos zu machen. Ich hoffe, das stört euch nicht, wenn sie auch mal Videos... Ich gebe ihr das gerne. Ich möchte, dass ihr Selbstbewusstsein aufgebaut wird. Deine Bar am Strand ist zu. Am Anfang des Videos habe ich sehr viel über das Thema die Bar am Strand erzählt, dass sie zu ist, wie ich sie eigentlich weiter mieten wollte. Aber dass ich jetzt auf eine neue Idee gekommen bin, ihr wisst ja, habe ich viele. Die habe ich aber im Video gut erklärt. Das kann man sich gleich anschauen. Hast du Spikey noch?
Nee, der Spikey, Freunde, der liebe Spikey, der ist. Natürlich habe ich den noch. Was denkt ihr denn? Ich würde niemals. Das Letzte, was ich verliere, ist Spikey. Der ist mir sehr wichtig, Freunde. Auch wenn manche Menschen Hunde ein bisschen mögen nur. Aber für mich Spikey, ich sag euch eins so. Hund ist nicht immer direkt nur so Hund, der irgendwie, weiß ich nicht, ein Tier ist. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt aussprechen soll. Für mich ist dieses Tier Hund etwas ganz Besonderes. Falls alle in meiner Region Umgebung gehen sollten, falls ich mal vielleicht nicht bekannt bin, vielleicht unbeliebt bin, vielleicht werde, es ist ja alles möglich, ist ja niemand ist perfekt. Ich bin auch ein Mensch, vielleicht wird mein Charakter scheiße nächste Woche. Keine Ahnung, kann sein, dass ich anfange, euch zu beleidigen. Freunde, das kann alles passieren. Bereitet euch bitte darauf vor, Spaß. Nur auf jeden Fall, was alles passieren kann, weiß man nicht. Aber wenn alle weggehen, wenn ich nichts haben sollte, nicht mal mehr eine nette Charaktereigenschaft vielleicht, wenn die Frau geht, wenn die Geschwister gehen, wenn sogar vielleicht deine Tochter oder alle gehen, der Hund wird dir trotzdem treu bleiben und mit dir auf der Straße am Strand schlafen und nicht weniger lieb haben. Er wird seinen Kopf schön auf deinen Schenkel legen, dich anschauen und darauf warten, dass du ihn streichelst. Und ich liebe den Hund sehr, sehr liebe ich den. Ja, natürlich nicht über meine Familie. Ja, das ist nicht moralisch in meinen Augen. Ich liebe ihn aber sehr, sehr und werde immer auf ihn aufpassen. Und der ist übrigens, abends schläft er bei mir am Strand. Ich wohne ja am Strand. Das meine ich jetzt nicht so. So, ich lebe am Strand, schaut mal, ich meine, ich lebe in einer Hütte am Strand. Das ist für den Hund halt auch schön, die Strandecke, die wir haben dort. Und da ist er nachts bei mir und tagsüber kommt er bei mir im Büro. Und manchmal ist er auch an der Straße oben, da wo der Stand ist, angekettet extra. Frei kann ich nicht wegen der Straße. Angekettet, klingt hart, aber ich finde besser, als wenn er hinten im Büro alleine da liegt. Auf sein Sofa und Langeweile hat, da freut er sich, wenn Gäste kommen, ihn streicheln. Das ist so Unterhaltung für ihn, auch wenn bestimmt jetzt ein paar Gäste haben, oh, der arme Hund an der Straße, kurze Leine, dies, das. Na, ich finde, das ist deutlich besser. Natürlich hat er seinen Auslauf, aber es ist deutlich besser, als wenn er da allein im Büro ist, und ist da alleine. Weil der braucht die Zuneigung, der ist so ein Hund. Er ist so ein Hund. Ah, wisst ihr, was ich trinke, Freunde? Eistee. Wollen wir eine Runde durchs Hotel laufen? Es geht gleich Show los, Afrika Show. Heute ist Afrika Show. Heute ist die Afrika Show. So ein leckerer Tee, ja. Aber ich darf keinen mehr trinken. Das war der letzte heute, weil bei drei drehe ich durch. Hast schon sehr viel mit uns unternommen. Kochen am Strand oder das mit den Steinen war auch toll. Habt ihr Lust auf solche Aktionen wieder? Boah, das mit den Steinen, ich weiß nicht, wer erinnert sich daran? Da habe ich mir wirklich, kennt das, man nimmt sich eine Aufgabe vor, man denkt, das ist eigentlich bestimmt nicht so schwer, muss es nicht sein, ne? Ich habe gesagt zu den Gästen, ihr könnt eure Namen schreiben und alle Namen von allen Zuschauern werde ich einen Stein machen und den unter einen Olivenbaum als Herz hinmachen, sodass immer im Urlaub ihr das seht. So wie eine Verewigung. Auf einmal nach einem Jahr ist dort ein Parkplatz gemacht worden. Und dann habe ich das für jeden gesagt. Und ich wusste ja nicht, dass ich dachte vielleicht 50 Leute, 100, 200, 300 vielleicht. Ich glaube, das waren 5000, 7000. Keine Ahnung. Freunde, ich habe so eine große Aufgabe wie mit Steinen noch nie gehabt. Bestimmt 10, 15 Familienmitglieder. Wir waren alle am Namen schreiben. Alle am Namen schreiben. Das war echt heftig, ja. Abba. Wir sind hier so in so einer Raucherecke. Hier dürfen nur Raucher rein. Spaß. Also musst du nicht rauchen hier. Aber wenn du willst, kannst du rauchen. Weil drinnen im Hotel ist Rauchen nicht gestattet, ne? Da, 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 da. Jetzt gleich müsste die Show losgehen. Die machen sich bereit dort, die Tänzer. Und jetzt geht's Show los. Schaut mal, wie voll.
Oh, jetzt gebe ich den Thema ab. Also das Glas bringe ich zurück. Schön besucht, ne? Die schnellsten Barkeeper der Welt, Freunde. Richtig tolle Barkeeper. Oha, Trinkgeld ohne Ende. Hallo. Stammgäste. Panama. Trinkgeld nicht vergessen, denn auch die brauchen was zu essen. Wow, jetzt geht's ab, Freunde! Hallo Hände, wo sind die Hände? Alle, hoppa, jawohl! Herzlich willkommen zu unserer Show. Heute Abend haben wir für euch Akrobatik Show. Viel Spaß! Heute Abend Akrobatik Show, Freunde. Hallo. Enjoy the night! Yakşam Hazır Video Sayın'a biz hoş geldiniz bizim Show Area. Bu akşam sizler için hazırladık Akrobatik Show. Bu eğlenceler! Добрый вечер, дамы и господа, добро пожаловать на Show Area. Сегодня будет Акробатик Шоу. Хорошего вечера! Alright, alright, alright. So, ladies and gentlemen, before that we start, before I find you the Shabbat Kempfer. Dream or Team, seid ihr bereit für die Show? Are you ready? Готово? Hasen wir es? Ja! So, ladies and gentlemen, it's the Showtime. Let's go! Jetzt geht's los, Freunde. Hallo. Jetzt ist Showtime. Hallo, die Dame. Jetzt kommt eine sehr schöne Show. Heute ist Afrika-Show, Freunde. Holt euch einen Kaffee. So sieht die Show aus in der Wintersaison, Freunde. Im Sommer gibt es eine große, große Amphitheater. Oh, ich habe heute Lust, afrikanisch zu tanzen, ey. Heute geht's ab. Hoppala. Also das Team ist echt super. Es geht jetzt ein bisschen lockerer los jetzt, weil das der Anfang ist. Aber allgemein, das Team ist wirklich super. Freunde, soll ich mal mitmachen? Aber so schön kann ich nicht tanzen. Das kann ich. Das auch. Wow. Wow. Und jetzt? Bravo. Sehr, sehr gut besucht, Freunde. Oben. Aha, hier haben wir VIP-Gäste. Hallo.
Es sind noch Plätze frei. Aber das halt in der Lobby ist. Schauen noch manche stehen zu, weil die später gekommen sind. Oben sind Plätze frei, viele noch. Da ist noch eine Lobby, wer es ruhiger haben möchte. Ja, Freunde, das war's eigentlich, denke ich mal schon fast. Und ja, ich trinke mir jetzt noch ein schönes Wasser. Wenn das Video gefallen hat, lässt ein Däumchen nach oben da. Und ja, schaut mal das Video auf YouTube, was ich gestern gemacht habe, was 9 Stunden Arbeit gekostet hat. Bis später, ciao, ciao.